Herzlich willkommen, lieber Skorpion, zu deiner Vollmondlegung. Ich möchte schauen, was für Energien dich da erwarten, beziehungsweise was wir da schon sehen dürfen. Der Vollmond steht diesmal am 29. September im Sternzeichen der Fische oder im Zeichen der Fische. Und wir schauen mal, wie dich das beeinflusst. Fische sind von den Energien her sehr sensibel, leidenschaftlich, emotional und gleichzeitig wahnsinnig kreativ. Und es ist auch immer so dieses Neuanfänger. Neuanfänge, die dich erwarten können, beziehungsweise eine neue Tür geht auf, durch die du schreiten kannst. Bei dir haben wir hier schon mal einmal eine Karte aus der großen Arkana, die Gerechtigkeit und die Sechs der Stäbe. Ich habe hier sehr stark als Input oder als generelle Frage für dich in dieser Vollmondzeit, wer bin ich eigentlich? Und ist das alles so richtig, was ich tue? Vielleicht auch so eine gewisse Identitätsfrage oder vielleicht auch in so ein Verständnis von dir selber. Wie möchte ich mich eigentlich präsentieren? Was ist da erfolgreich in meinem Leben? Was schätzen die Leute an mir? Und ich glaube tatsächlich, du wirst mehr positive Dinge finden als negative Dinge. Ich habe so ein bisschen wie dieses auf die Waagschale legen. Es gibt so ein Mythos, griechischen Mythos von der Unterwelt. Bevor man in die Unterwelt eintreten darf, werden erstmal die guten Taten und die schlechten Taten gegeneinander aufgewogen und dann wird geschaut, kommt man in die Hölle, in die Unterwelt oder darf man irgendwo hin, wo es sehr schön ist nach dem Leben. Und ich habe das Gefühl, als ob du das für dich selber machst, so eine kleine Abrechnung. Als ob du da einfach die Sachen, die Leute an dir schätzen, in die eine Waagschale legst und die Sachen, die Leute vielleicht nicht so schätzen, in die andere Waagschale. Und das vielleicht auch sehr ein bisschen rationaler als sonst. Auch Skorpione sind wahnsinnig leidenschaftlich und können sehr emotional sein. Aber dich sehe ich hier so ein bisschen dieses, du möchtest dich selber stärken, deine eigene Identität, wie du auf Menschen wirkst. Das habe ich hier sehr stark und es wird erfolgreich sein. Ja? Sechs der Stäbe ist immer eine Karte des Sieges oder der Siegessicherheit. Das heißt, wenn du hier eine Generalabrechnung mit dir selber machst, wirst du am Ende positiv überrascht sein. Vielleicht nimmst du dir sogar Zettel und Stift und schreibst auf, was andere Menschen an dir schätzen, was du besonders gut kannst. So ein bisschen so Thema Selbstwert, ein bisschen Selbstbewusstsein stärken. Es wird hier tatsächlich erfolgreich sein und es wird auch so sein, dass du vielleicht dich selber lernst mehr zu schätzen und zu lieben. Fast schon so eine Selbstliebe-Legung. So, wir gucken mal weiter. Die wollte springen. Okay, gut. Zehn der Stäbe. Das wird hart. Ja, das müssen wir jetzt einmal so sagen. Das ist nicht ganz einfach. Das ist nicht so Schnips, ich überlege mal, was ich alles gut kann, sondern das wird tatsächlich auch hart. Und das erfordert auch so ein bisschen Durchhaltevermögen und Zähne zusammenbeißen, weil man sich dann natürlich auch mit den negativen Sachen in seinem Leben auseinandersetzen wird. Aber ich habe so dieses Gefühl, dieses, ich möchte das mal aufzählen. Das ist so ein sehr tiefer Wunsch, den ich in dieser Vollmondzeit bei dir erblicke. Bitte pass auf, dass du da nicht in irgendwelche Grübeleien reinkommst. So, ich meine, Grübeleien sind dieses, es dreht sich immer im Kreis und ich habe immer wieder den gleichen Gedanken, der vielleicht sogar unproduktiv ist, der mich nicht schlafen lässt. Guck, dass du dich auf produktive Gedanken verlässt, dass du da aus diesen Gedankenkreisläufen aussteigst, dass du vielleicht dir auch einen Zettel und einen Stift nimmst und sagst, okay, machen wir jetzt einmal ein Projekt, alle Grübeleien aufschreiben und danach kann ich schlafen. Sowas zum Beispiel. Ist zum Beispiel so eine ganz interessante, einfache Übung, um sowas zu entgehen. So, nee, ich wollte mit links ziehen. Ich ziehe noch eine Karte mit der linken intuitiven Hand. Der Narr. Und Page der Kelche. Okay, das ist spannend. Ich habe hier gleichzeitig, du bist sehr empfänglich für Lob von außen. Und du bist sehr empfänglich, dass Menschen dich so ein bisschen pushen. Natürlich sind wir alle immer empfänglich für Lob und das fühlt sich natürlich sehr viel besser an als Kritik. Aber ich glaube tatsächlich, es könnte hier so ein bisschen auch deinen Blick auf die Dinge etwas verändern. Wenn du dich zum Beispiel mit anderen Leuten zusammensetzt und sagst, hey, was magst du eigentlich an mir? Was schätzt du an mir? Sowas in der Art. Ne? Du wirst da sehr empfänglich sein. Oder beziehungsweise es könnte sein, dass es dich nochmal ein bisschen pusht und dir nochmal ein besseres Gefühl macht als sonst. Mit der Närrin haben wir nochmal so eine Energie, trau dich da ruhig. Trau dich ruhig, auch mal Leute zu fragen, wie findest du mich, was schätzt du an mir, so, ne? Und gleichzeitig aber auch so ein sehr befreites, beschwingtes. Es wird nicht immer einfach, ja, aber dieses Beschwingte, das habe ich hier auch mit drin. So, meine lieben Skorpione, ich bedanke mich, dass ihr durchgehalten habt.
Ich freue mich, wenn ihr das Video liked, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten teilt das Video gerne, wenn das hier jemand sehen sollte. Und lasst auch gerne ein kostenloses Abo für meinen Kanal da. Ja, meine Lieben, vielen, vielen Dank. Macht's euch schön. Guckt, was ihr besonders gut könnt, was ihr vielleicht auch selber an euch mögt. Und bis zum nächsten Mal.